Sie sehen aus wie Zwillinge. Sie sind quasi Zwillinge. Aber heute machen wir den großen Test Fiat gegen Mercedes-Benz. Zweimal quasi das gleiche Fahrzeug, aber jeweils mit einem anderen Motor drin und mit leichten Änderungen. Wir werden uns beide Fahrzeuge mal anschauen und die Unterschiede mal feststellen. Beide haben ein Queens-Bett, so viel kann ich schon mal sagen. Ein sehr interessantes Bettkonzept. Und ja, das eine ist ein Mercedes-Benz Sprinter und das andere ist ein Fiat Ducato Heavy, sage ich jetzt mal, mit einem Alco-Tiefrahmen-Fahrgestell jeweils. Und wir sind in Mülheim an der Ruhr bei Hermann. Ich grüße dich herzlich. Hallo Sven. Ja, stell dich mal kurz vor. Ja, mein Name ist Carlos Hermann. Mir gehört die Firma Hermann Caravans Reisemobile in Mülheim. Der Kölner Straße ist auch gleichzeitig Europas größte Caravanstraße. Alles, was Rang und Namen hat, auch der Mitbewerber ist hier vertreten. Und wir sind Carthago-Exklusivhändler und machen nur Carthago und die Malibu Vans. Ja, wir haben kein Geld dafür bekommen, ein redaktioneller Bericht von beiden. Wir sind hier bei einem Händler. Du verkaufst Carthago schon sehr lange. Du bist offizieller Vertragshändler seit 2015? 2015 offizieller Vertragshändler, ja. Ja, hast viele Autos da, von ganz groß bis ganz klein. Also wichtig ist bei dir, du hast, ich sag mal, nahezu jede Fahrzeugkategorie und Größe da. Ja, wir haben im Regelfall schon 40 bis 50 neue Carthagos in der Ausstellung und bis zu 100 Fahrzeuge auf dem Gelände, ja. Ja, die neuen 221er kommen jetzt, das sind jeweils 220er. Hat sich viel geändert, 221 bei denen? Nein, beim E-Line hat sich so gut wie nichts geändert halt. Die große Retusche war 2020 gewesen, also so wie wir die Fahrzeuge hier sehen. Ja, hier haben wir links Mercedes-Benz. Was ist anders optisch? Rein optisch unterscheiden sich die Fahrzeuge ganz durch die Front vorne. Der Fiat ist etwas gerade, der Mercedes ist etwas weiter nach vorne gezogen. Das liegt daran, dass die Position des Motors bei dem Mercedes im Vergleich zum Lenkrad etwas weiter oben und etwas weiter vorne sitzt. Deswegen, wenn man es im Vergleich zu dem Profil, kommt der Mercedes vorne ein paar Zentimeter weiter raus, weswegen er auch ungefähr, ich glaube, 5 oder 8 Zentimeter länger ist. Ja, hier vorne sieht man es, das heißt, er kommt ein bisschen mehr raus. Man sieht es aber nur im direkten Vergleich. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen Mercedes-Stern drauf machen würde statt einem Malibu, dann würde ich es vielleicht sehen, weil das Mercedes-Lenkrad, das ist ein kleines bisschen weiter auseinander. Genau, wie gesagt, der Abstand ist etwas weiter halt. Motor zum Lenkrad. So. Ja, was ist denn dein Tipp? Ich nehme an, beide haben Automatikgetriebe, beide ZF? Beide haben ZF-Automatikgetriebe, 9-Gang-Wandlerautomatik drin halt. Beide haben ein Alco-Tiefrahmen-Chassis drunter. Das heißt, die Fahrzeuge unterscheiden sich tatsächlich nur bis zur B-Säule halt. Vom Armaturenbrett natürlich, der Wohnraum ist gleich. Die Technik leistungsmäßig ungefähr auch identisch. 177 PS zu 178 PS, Motorgröße 2,2 zu 2,3 Liter. Also die Fahrzeuge sind durchaus vergleichbar. Das ist so, ja. Der Preis, du hast eine Broschüre eben mal reingeguckt, der ist ganz neu, der Mercedes? Der Mercedes ist ganz neu reingekommen und in der Ausstattung, wie er jetzt hier liegt, liegt er, ich glaube, bei etwas über 168.000 Euro. Das kann aber auch daran liegen, dass vielleicht die Ausstattung leicht variiert im Vergleich zu dem Fiat. Also unterm Strich dürften ausstattungsbereinigt, ich meine, so um die 5.000, 6.000 Euro dazwischen liegen. So, was, ich sag mal, ist das jetzt eine Glaubensfrage? Also ob man jetzt Mercedes-Benz nimmt oder tendieren die Kunden zu Mercedes? Also momentan sehe ich schon eine Tendenz zu dem Mercedes hin halt, aber letztendlich ist es, wie du schon sagst, eine Glaubensfrage. Fiat, altbewährte Technik, hat sich bewährt halt. Wie gesagt, super Service, was das Auto angeht, das Chassis unten drunter. Mercedes ist noch zu neu, um sich da, wie gesagt, ein abschließendes Urteil darüber leisten zu können. Ja, darunter ist ein Sprinter, nämlich wahrscheinlich der größte, den es gibt, oder? Ja, es müsste eigentlich sein, 170, 177 PS. Ich weiß gar nicht, wie Mercedes das Fahrzeug nennt, aber ich tippe mal 519, 419 oder 417 oder 418, ich weiß es gar nicht. Ja, Assistenzsysteme sind hier eingebaut, einige? Die Assistenzsysteme sind bei dem Mercedes komplett drin, deswegen vorne diese Aufbuchtung im Kühlergrill. Die braucht er einfach, damit diese Assistenzsysteme funktionieren. Ja, wir gehen mal kurz drum rum. Die Fahrzeuge sind exakt gleich lang, bis auf die Ausbuchtung? Ja, vorne die Ausbuchtung des Mercedes macht den, ich meine, 8 oder 10 cm länger. Aber innen drin der Wohnraum ist identisch. Identisch. Die sind beide gleich ausgestattet? Das glaube ich nicht. Ich sehe, der eine hat eine Markise dran. Hier fehlt die Markise. Da fährt er die Assistenzsysteme drin. Der Fiat trumpft wieder mit Alufelgen aus. Also in leichten Details werden sie doch unterschiedlich sein. Ja, das ist jetzt E-Line. Das ist schon jetzt hier die höchste Klasse oder geht es noch höher? Das ist schon mit die höchste Klasse. Das gleiche Auto gibt es dann nochmal auf Iveco-Basis, dann nennt er sich dann S+. Aber das ist letztendlich ein anderes Chassis, die Ausstattung ist identisch. Ja, schauen wir uns gleich mal geile Cockpits an. Vielleicht mal stellvertretend dazu, das heißt Klappen, alles, Aufbautüren, alles identisch? Das ist alles identisch, ja. Alles mit Zentralverriegelung versehen, alles geht automatisch auf, wenn man den Knopf drückt halt. Also so gesehen, technisch sind die Autos wirklich absolut vergleichbar. So, hier vorne sieht man es. Also wir gehen mal kurz an der Seite ran, dass wir den auch mal von der Seite kurz sehen.
Die Modellpflege bei Karthago ist sehr, sehr behutsam. Das heißt, hier werden keine Riesenschritte gemacht, aber jetzt kam ganz neu, es gibt ein neues Lichtsystem. Ja, Karthago hat letztes Jahr die Full-LED-Frontscheinwerfer entwickelt für die Autos. Die waren für den E-Line serienmäßig. Dieses Jahr werden sie dann auch für den C-Line serienmäßig sein halt. Und das sind natürlich schon, das macht ein Alleinstellungsmerkmal. Und daran erkennt man den Karthago eigentlich inzwischen auch von vorn. Weil das hat laut meiner Kenntnis kein anderer Hersteller momentan im Angebot. Ja, das automotive Design ist wirklich sehr gelungen, also mit der Einbuchtung von dem Mercedes. Also ich persönlich würde jetzt den Mercedes bevorzugen, weil man sieht ihn nicht so oft auf der Straße. Außerdem sagt ja auch Mercedes-Benz, dass also Auto sieht so aus, als wäre es von Mercedes gebaut worden, zumal es Silber ist, ja. Ja, das ist, glaube ich, sogar eine Mercedes-Farbe. Ehrlich? Ich meine, ja. Bin mir aber nicht ganz sicher, aber ich meine, das wäre das ein Silbermetallic von Mercedes. Ja, ich war nämlich auf der Webseite, war ich von Karthago heute, habe mir das Ganze angeschaut und dort haben die tatsächlich das Fahrzeug sogar in einer ähnlichen Schrift wie Mercedes-Benz sogar abgestellt. Das heißt, die sind relativ stolz auf Mercedes, aber ich sag mal, die meisten Fahrzeuge im Moment sind auf Fiat, die er verkauft. Das liegt ganz einfach daran, dass der Mercedes nicht für jedes Modell verfügbar ist und der Mercedes ja auch erst seit letztem Jahr oder für das Modelljahr 2020 von Karthago angeboten wird. Ja, das sind die Reifen von Mercedes. Die Reifengröße ist etwas größer? Nein, die Reifengröße ist identisch. Die Fabrikate, hier haben wir einen Conti drauf und am Fiat haben wir, glaube ich, einen Michelin drauf. Ja, das sind die Alufelgen, die draußen bei Fiat. Das Chassis ist das gleiche? Chassis ist das gleiche, sind Alco-Tiefrahmen-Chassis mit zwei Drehstabfederachsen hinten. Okay, das heißt, der fährt genauso quasi? Im Grunde genommen fährt er genauso, ja. Mensch, du machst mir das ja schwer heute. Also man hat hier zwei Fahrzeuge, die Optik hinten identisch? Die Optik von hinten ist identisch. Gut, der Mercedes-Stern ist hier noch drauf? Der Mercedes hat den Stern draufgeklebt. Den Stern drauf geklebt, aber den gibt es, glaube ich, als Ersatzteil noch hinten drauf, wenn man das haben möchte. Würde ich aber nie tun. Sich mit fremden Federn schmücken. So sieht er aus. Von hinten. Und ja, ein ganz wichtiges Thema ist natürlich, er sieht aus auch wie ein Mercedes von hinten, habe ich das Gefühl. Das heißt, auch diese Leuchten und alles ist sehr, sehr automotiv. Ja, es ist natürlich klar, die Fahrzeuge nähern sich natürlich dem automotiven Bereich an, den Reisebussen oder dergleichen. Wobei der Fiat aber identisch ist, abgesehen, wie gesagt, von dem Mercedes-Stern halt. Ja, du orderst ja die Fahrzeuge vor. Wie ist deine Vororder für 2021? Jetzt mehr Mercedes oder halb-halb? Ich glaube, bei den großen Autos 50-50, wenn nicht sogar leichte Tendenz zu Mercedes halt. Aber es ist noch zu früh, da eine Prognose abzugeben. Ja, von außen kaum zu sehen. Also hinten sieht man es das Gleiche eigentlich. Die Räder kommen auch gleich weit raus. Hier vorne hast du genau das gleiche Heck bis auf den Stern. Also das ist schon gemein. Aber hier hat man natürlich einen Mercedes-Benz. Also so vom Feeling her würde ich jetzt sagen, ja, nichts gegen Fiat, aber du kennst den Spruch ja noch von ganz damals, der gerade bei den Älteren fest, ich nenne ihn jetzt nicht, aber wie Fiat übersetzt wurde, aber Fiat, absolute Qualität. Fiat hat einen Marktanteil, ich glaube, von 80% im Reisemobilsektor und das seit Jahren und der kommt, glaube ich, nicht von ungefähr. Ja, es ist so, das hier ist quasi ein Experiment, aber so kann man es auch nicht nennen. Also ich habe jetzt gesehen auf dem Caravan-Salon in Düsseldorf ganz viele Mercedes-Benz-Fahrzeuge. Das liegt daran, dass der Frontantrieb jetzt verfügbar ist. Genau, das ist ja das Problem, der Heckantrieb. Man hatte eine Kardanwelle drunter, die Autos wurden immer höher. Bei Karthago das Problem, nicht das Problem, Karthago generell mit einem Doppelboden ausgestattet. Wenn da noch die Kardanwelle drunter ist, da sehen wir im Iveco, da sind wir bei 3,30 Meter und noch mehr. Und der Mercedes mit dem Frontantrieb lässt sich natürlich viel, viel einfacher kombinieren mit dem Alco Chassis hier und auch viel einfacher verarbeiten. So, wir schauen mal kurz hinten rein, dass wir das mal sehen. Der Kofferraum ist identisch bei beiden? Kofferraum ist identisch, halt wie gesagt etwas niedriger als bei einem Einzelbettfahrzeug. Das liegt daran, dass beide Fahrzeuge ein Queensbett haben. Das sind ja auch absolut identische Fahrzeuge, 51 Kubik halt. Etwas niedriger in der Garage. So, das ist die Garage. Jetzt der Vorteil ist, ich stehe gerade im Trockenen. Ja, ich jetzt leider nicht, aber... Ja, dann komm mal zu mir. Dankeschön. So, ich zeige das mal gerade, denn du stehst nämlich jetzt unter dem Teil. Es ist so ein bisschen am Regnen, noch nicht so stark, deswegen können wir noch drehen. Hier, du hast es mal abgenommen schon, hier ist die Technik. Genau, hier haben wir die Technik. Das Fahrzeug ist mit Sonderausstattung mit einem großen Wechselrichter ausgestattet, mit Vorrangschaltung, natürlich ein Sinuswechselrichter. Und ich habe das Gitter mal abgenommen von der Elektrik halt, weil du sagtest, du würdest da gerne auch mal drauf schauen. Ja, das ist der große Wechselrichter von Dometic. Ich glaube, der kann noch ein bisschen mehr als nur wechselrichten. Ja, eigentlich macht er schon noch 12 Volt, 230 Volt, aber die Vorrangschaltung erkennt das automatisch, wenn du Landstrom anlegst. Okay, das heißt, der Laderegler, der ist nicht dort drin, das ist der kleine schwarze Kasten? Ja, das ist das Ladegerät oben, genau. Also der macht genau das Umgekehrte, der macht das 12 Volt wieder 230 Volt. Ja, die Dusche hast du bei allen entsprechend mitbestellt?
Ja, die ist serienmäßig bei dem E-Line-Fahrzeug oder in dem Superpaket auf jeden Fall mit drin. Die macht aber sehr viel Sinn. Die ist warm, kalt, also nicht nur für Hundebesitzer. Also ich persönlich nutze die auch im Sommer ganz gerne mal selber. Dann brauche ich nämlich die Dusche nicht sauber machen. So, da unten sind die Batterien drin. Da sind jetzt 2 oder 3? Da sind jetzt 2 drin. Man kann natürlich auf Wunsch auch 3 reinsetzen. Für den Normalsterblichen werden 2 sicherlich ausreichen, aber wir können natürlich auch 3 montieren. Das stehen jetzt im Herbst. Wie lange kann man da stehen? Ist die Frage, wie viel Strom du entnimmst. Die Lampen brauchen nicht allzu viel. Das sind alles LEDs halt. Wie gesagt, gut, die Heizung, die Pumpe, die das warme Wasser durchs Auto treibt, halt braucht etwas Energie. Je nachdem, wie viel du Fernsehen guckst. Ich sag mal, 2-3 Tage sollte schon funktionieren halt. Ansonsten würde ich dir schon empfehlen, dort eine Photovoltaikanlage montieren zu lassen. So, wir machen hier mal auf, gucken hier mal rein. Der Kofferraum ist identisch. Ja. Sagst du? Auch hier hast du mal aufgemacht. Gehen wir kurz rein. Es ist tatsächlich so, hier ist jetzt kein Wechselrichter drin. Nein, der ist ohne Wechselrichter bestellt worden. Siehst du, also der Fiat ist noch ein bisschen stärker ausgestattet, hat eine Markise mit drin, Wechselrichter mit drin und so weiter und so fort. Also insgesamt das Mercedes-Fahrzeug ein bisschen teurer. Ja, der Mercedes ist auf jeden Fall etwas teurer und der Mercedes wird natürlich gerne mit dem MJUX-System und mit dem Fahrassistenzpaketen bestellt. Dadurch wird er natürlich nochmals teurer. So, die Wohndecke ist dabei. Die Wohnwelt ist hier dabei, das ist eine typische Ausstattung für ein Vorführfahrzeug, die Carthago-Tagesdecke, die Spannbettbezüge und innen drin sollten wir noch ein paar Dekokissen haben. Schön, das schauen wir uns gleich mal an. Ja, da steht er und den Rest schauen wir uns jetzt mal gleich beim Mercedes an. Wir gehen am besten mal in den Fiat rein, zeigen den mal kurz. Du kannst am besten ihn zumachen mal, nicht, dass es gleich stärker anfängt zu regnen. Das würde ihm aber nichts ausmachen, es ist alles... Das würde ihm nichts ausmachen, weil in dem Aufbau sind keine organischen Materialien, sprich kein Holz drin. Der RTM-Schaum ist resistent gegen Wasser. Außen innen Aluminium, das Fahrzeug wäre natürlich nicht gut für das Auto, aber es würde ihm tatsächlich nichts ausmachen. So, zeig mal gerade vorne hier die Ausstattung. Du hast hier ausgestellt, das andere Fahrzeug werden wir gleich mal abfilmen. Hast du mit dabei. Wir haben hier einen schick E-Line I51 QB für Queensbett. Und das ist der Preis 160.704 Euro, das andere knapp 170? Ich meine 168.000 und die Zahl dahinter weiß ich jetzt nicht mehr im Kopf. Aber das ist gerade erst reingekommen, deswegen konnten wir noch kein Preisschild drucken. So, hier vorne auch das kleine Detail, mach da mal auf bitte. Da sieht man nämlich, man kann quasi den Boden von innen auch, nehme ich an, ziehen. Ja, ist der Fall. Das heißt, man kann hier öffnen und kann dann die Kiste rausnehmen. Das zeigen wir gleich mal. Lass das hier mal offen bitte. Hier sieht man auch den Doppelboden, der ist beheizt. Das ist bei allen Carthagos so. Das heißt, ich habe quasi immer eine Fußbodenheizung. Das ist richtig. Das warme Wasser der Heizung wird komplett durch den Fußboden, durch den Doppelboden geleitet. Der ganze Doppelboden erhitzt sich gleichmäßig. Und du hast wirklich eine gleichbleibende Wärme, die langsam von unten nach oben steigt. Sehr schön. Hier vorne sieht man die alte Heizungsrohre, eine warme Wasserheizung, die hier eingebaut ist. Eine Warmwasserheizung. Eine Warmwasserheizung. Ja. Schön. Ja, auf der anderen Seite, das sieht man hier, da ist eine große Klappe. Genau, das ist jetzt auf der Fahrerseite im Grunde genommen. Würden wir hier die auf der Beifahrerseite öffnen, könnten wir durchschauen. So, man kann durchladen bis hinten hin. Man könnte jetzt, wenn es die andere Klappe wäre, dann auch durchgucken. Hier vorne haben wir die Druckwasserpumpe und ja, diverse Applikationen, die drin sind. Und man kann auch, hier vorne sieht man den Schuhschrank im Doppelboden drin. Das heißt, das Fahrzeug, der Boden ist komplett verbunden mit dem Fahrzeug. Wenn ich hier durchgucke, bin ich schon im Fahrzeug drin. Genau, das ist das, worauf wir laufen da. Das ist also der Doppelboden ist hier. Hier ist er nochmal abgesenkt neben dem Alkorahmen halt, um den Stauraum nochmal zusätzlich zu nutzen. Und das ist im Grunde genommen die Platte, auf der man läuft. Prima. Ja, wir gehen mal rein. Schauen wir uns das Ganze mal an. Doppelboden hat den Vorteil, dass ich noch mal viel, viel mehr Stauraum habe, den ich von innen auch in Anspruch nehmen kann. So, das Fahrzeug hier, das stand in der Ausstellung. Teilweise habt ihr wirklich Dutzende, wenn nicht Hunderte, die samstags kommen. Die Farbe ist identisch, nebenan. Wie denn? Die Farbausstattung nebenan ist identisch. Oh, das weiß ich gar nicht. Der ist so neu. Ich musste selbst reinschauen. Ich glaube, im ersten Moment dürfte das Leder Sand sein. Das dürfte Leder Elfenbein sein hier. Ja, ist etwas heller, gell? Das andere. Ja, Elfenbein ist etwas heller. Der andere sollte etwas dunkler sein. Okay, wenn du hier mal ziehst, das ist eine Besonderheit. Auch hier habe ich die Möglichkeit. Ja. Wir haben gerade die Klappe außen geöffnet, könnten von außen also beladen und haben hier eine patentierte Aufhängung der Sitzfläche. Das heißt, die öffnet nicht zur Seitenwand hin, sondern in den Raum hinein.
Und dann könnten wir hier die Wasserkiste, die imaginäre, die wir vorhin reingestellt hätten, könnten wir von hier oben die Flaschen herausnehmen. Da ist die Klappe, die gerade eben noch auf war, wo wir reingeschaut haben. So, das ist aber nicht das Einzige. Der Doppelboden heizt sich auf, der ist jetzt kühl, das Fahrzeug ist nicht beheizt. Aber wenn es jetzt beheizt werden würde, dann käme die Wärme von unten nach oben. Die Wärme käme von unten nach oben, ganz gleichmäßig, ja. Genau. Das ist quasi wie eine Fußbodenheizung? Das ist eigentlich eine Fußbodenheizung, weil sich hier dieses gesamte, der ganze Doppelboden, diese 21 cm komplett erhitzen und die Wärme dann ganz langsam und kontinuierlich nach oben steigt. Okay. Verstanden. Hier ist der Fernseher? Genau, den Fernseher haben wir hinter dem Sofa. Das ist jetzt ja, den gibt es auch elektrisch. Der wird manuell ausgezogen. Da ist eine Gasdruckfeder. Natürlich bei 10 Grad hat die nicht ganz so die Wirkung. Aber er bleibt natürlich oben. Ein großer Fernseher. Ausschwenken, 32 Zoll. Und je nachdem, wo ich jetzt sitze, kann ich ihn auch noch ein wenig hin und her schwenken. So, und das wäre jetzt der Sitz. Ich zeige mal gerade das Cockpit, dass man das mal sieht, weil das ist ja der wesentliche Unterschied im Grunde genommen. Genau. Mal kurz sitzen. Genau, wenn du mich mal kurz da reinlässt. Ich gehe mal zur Seite. Dankeschön. Sieht man hier oben, das sind so die Instrumente unter dem Hubbett. Der drüben hat auch ein Hubbett? Das weiß ich gar nicht. Das Auto ist so neu. Ich war noch gar nicht drin, wenn ich ehrlich bin. Ja, das ist schön. Da haben wir gleich Weihnachten, Überraschung. Bei der Vielzahl von Fahrzeugen, das heißt, ihr kommt wahrscheinlich jeden Tag ein Tieflader hin, oder? Bei euch? Na, jeden Tag nicht, aber es ist schon mehr als einmal die Woche. So, hier ist der Anschluss. Das heißt, ich habe also hier jetzt meine Verkleidung, die das Fahrzeug miteinander verbindet. Habe hier meine Rückfahrkamera an der Seite. Habe in der Mitte das Radio. Das Ganze ist ein bisschen enger zusammen. Das heißt, Leute, die gern zusammen sich die Hand mal reichen möchten, das geht hier etwas besser oder ist das eine Täuschung? Habe ich das Gefühl, dass das Lenkrad... Das täuscht jetzt halt, wie gesagt, das Mercedes-Armaturenbild wirkt anders, weil es eigentlich obligatorisch mit dem großen M-Juck-System bestellt wird und dadurch hat man natürlich einen anderen Eindruck von dem Fahrzeug. Ja, hier ist die Neungang-Automatik von ZF mit drin. Dann habe ich hier die ganzen Bedienelemente sehr leicht zu erreichen. Man hat auch hier ein eigenes Design gewählt, was hier die Kunststoffabdeckungen angeht, um das Ganze noch ein bisschen hochwertiger hinzukriegen, so nicht so den Nutzwagencharakter zu haben. Und so sieht das Cockpit von vorne aus. Das Fahrverhalten, die Lenkung ist die gleich. Du bist beide mal gefahren? Ich habe sie beide mal gefahren, also man muss sich schon sehr anstrengen, um die Unterschiede festzustellen, halt die Motorengeräusche der Mercedes vielleicht ein bisschen leiser noch halt, wie gesagt, schwer zu beurteilen, vom Fahren her sind sie absolut identisch. Also man könnte auch, wenn ein Kunde mal herkommt, man kann die beide laufen lassen, auch mal anmachen, das geht. Und bei ernsthaftem Kaufinteresse wäre sogar eine Probefahrt eine Begleitete drin. Genau, das müsste dann begleitet sein und das ist dann tatsächlich bei Kaufinteresse, weil die Fahrzeuge sind nicht zugelassen. Und derjenige, der das Auto irgendwann bekommt, der ist natürlich auch froh, wenn nicht allzu viele damit rumgefahren sind. Das heißt aber, einmal die Straße rauf und runter bei echtem Kaufinteresse geht. Das wäre schon denkbar, ja. Okay, ist wichtig. Ja, gut, bei so vielen Fahrzeugen ist aber eine Probefahrt, denke ich mir, doch ganz wichtig. Ja, wie rappelt und klappert so ein Fahrzeug? Das ist ja die Frage. Ja gut, du lachst jetzt, aber wenn du halt so Teilintegrierte fährst teilweise, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber da denkst du wirklich, du bist in der Kirmesbude. Also ja, das Auto ist sicherlich nicht völlig geräuschlos, das geht auch gar nicht. Dafür sind Klappen halt, die beweglich sind. Allerdings ist ja schon wesentlich geräuschärmer als jetzt vergleichbare Fahrzeuge, wo ich gezwungen bin, die Möbel mit den Seitenwänden und mit der Decke zu verschrauben. Das Problem hat Karthago nicht, weil der Aufbau selber trägt halt. Hier sind spezielle Tragelemente verarbeitet, wo die Seitenwände und die Deckenpaneele hineingesteckt werden. Dadurch haben die Möbel eigentlich keine tragende Funktion, sondern werden mit den Seitenwänden nur fixiert. Und das äußert sich dann natürlich auch beim Fahren, weil Verwindungsgeräusche oder Verwindungen hast du in dem Fahrzeug, das ist ganz normal. Und wenn dann natürlich die Möbel an den Seitenwänden reiben, gibt es natürlich doch ein paar Geräusche, die haben wir hier nicht. Hier klappert vielleicht mal ein Türchen, hier klappert vielleicht mal eine Kocherabdeckung. Das lässt sich nicht vermeiden, aber das Fahrzeug ist schon wesentlich geräuschärmer. Das auf hohem Niveau, muss man auch sagen. Also es ist, ich denke mal, Klang auf sehr hohem Niveau. So sieht's aus. Hier vorne habe ich dann die große Sitzbank, die auch einen sehr automotiven Ledercharakter hat. Echtes Leder hier? Das ist echtes Leder, ja. Echtes Leder, was da ist. Vorteile, Nachteile, würdest du echtes Leder immer wählen in der Klasse? Also ich persönlich würde immer echtes Leder nehmen, weil das einfach pflegeleichter ist halt. Auch das andere Material ist pflegeleicht, solange wie der Fleckschutz aktiv ist halt. Aber Leder ist halt Leder und solange wie ich hier nicht mit einem Kugelschreiber drauf rummale, wird hier nichts passieren. Das kriegt auch so eine Patina mit der Zeit. Also das ist, ich sag mal, es lebt, ist ein lebendes Material.
Das ist ein lebendes Material. Wie gesagt, die Patina kann man natürlich ziemlich weit rauszögern, indem man hin und wieder Lederpflege nimmt halt. Aber man kennt es ja auch vom Automobilsektor her. Wer macht es tatsächlich? Die wenigsten. Das stimmt, ja. So, du darfst mal deines Amtes walten, weil es gibt ja einen tollen Knopf hier unten. Der ist dort und da kann man mit dem Fuß draufdrücken, da kann man den Tisch bewegen. Genau, der Tisch lässt sich in beiden Richtungen schieben, also in der Längs- und in der Querachse. Um das zu machen, muss ich einmal den Knopf drücken hier unten, da drauf treten und dann kann ich den Tisch hin und her schieben. Hopf, der geht noch ein bisschen schwer. So, alles nur durch diesen Knopf. Wenn ich ihn loslasse, ist er fixiert. Ist er fest halt, wie gesagt, damit er mir während der Fahrt nicht in den Rücken haut. Praktisch, oder? Ja, früher hatte man noch diese Knöpfe da drunter. Das Problem, man musste den Knopf suchen. Das zweite Problem, wenn man längere Beine hatte, ist man auch gerne mal vorgehauen. So, da vorne hat man so ein Holzinlay mit drin, was ganz nett ist. Logo nochmal halt, wie gesagt, der Wiedererkennungseffekt. So, oben drüber habe ich das Design. Das heißt, auch die Integration von dem Hubbett ist wirklich sehr gelungen, wie aus einem Guss. Und ich gehe mal gerade auf die andere Seite, hier auf das Bett, das ich mal sehe. Das wäre der Blick auf den Fernseher, wenn ich jetzt auf den Pilotensitz setze. Und wenn du dich mal da in die Ecke reinkauerst. Der Pilotensitz ist natürlich tatsächlich hier in der Ecke halt. Ich könnte die Füße hochlegen halt. Und das werden wahrscheinlich, wenn das Auto mit zwei Personen benutzt würde, wären das auch die beiden interessantesten Plätze. Ja, das heißt, auch hier kann ich die Füße hochlegen, kann den, ich sag mal, den Beifahrersitz kann ich dann verwenden als Beinablage. Ja, toll. Das ist hier elektrisch, das Rollo? Das Rollo ist elektrisch, ja. Gut, das hat auch so eine Privacy-Funktion. Ich kann es ganz runterfahren? Ja, du kannst es ganz runterfahren und kannst es dann wieder nach oben fahren halt, wie gesagt, damit du rausschauen könntest weiter nach vorn, aber keiner, der draußen dran vorbeigeht, ins Auto reinschauen kann. Ja, ich zeige mal gerade den Ausblick, den man hat. Der ist bei beiden wahrscheinlich gleich. Hier vorne wäre dann der Mercedes-Stern, das gucken wir uns gleich mal an. Und ja, die Dämmung oben drüber, wenn es stark regnet, man hört es schon ein bisschen. Ja, den Regen jetzt weniger, da müsste schon hageln. Also nicht so wie früher die Wohnwagen, wo du jeden Tropfen gehört hast? Nein, nein, also das gibt es glücklicherweise nicht mehr. So, und hier sieht man den Panoramablick. Also wenn jetzt hier die Sitze auch noch in die andere Richtung wären, dann können wir komplett rausblicken. Aber das ist schon beim Integrierten die Riesenscheibe, das ist wie im Kino. Das ist richtig, also der Ausblick ist schon anderer als in einem teilintegrierten Fahrzeug. Cool, ja, der Überblick nach vorne hast du mir erzählt, auch da hat man dran gearbeitet, Karthago. Sieht die Straße früher als viele andere? Ja, deutlich früher sogar, weil die das Armaturenbrett, also die Abdeckung des Armaturenbretts zur Motorhaube nach vorne runterziehen. Und dadurch kommen die schon nach 2,77 Meter, hast du schon den Blickkontakt zur Fahrbahn. Bei Mercedes sind es ein paar Millimeter mehr halt, wie gesagt, die wir da brauchen, weil der Motor eben weiter oben sitzt halt. Und deswegen hat man aber auch in die Trickkiste gegriffen, hat diesen kleinen Buckel vorne eingebaut halt, um auch hier die Scheibe möglichst weit runterziehen zu können. So, hier sieht man das Queenspad. Wir werden also gleich mal nebenan mal die Küche erläutern. Die ist vollkommen identisch, aber ist alles identisch. Ist identisch. Dann ist das Auto ab dieser Position. Warte, ich zeig's mal gerade. Ab wo? Im Grunde genommen ab hier ist das Auto identisch. Da gibt es keinen Unterschied mehr. Ah, da machst du es den Leuten echt schwer. Es gibt echte Fiat-Fans, gibt's, genauso wie bei Mercedes, gell? Natürlich, wie gesagt, der Fiat hat auch seine Vorteile. Wie gesagt, das ist Fiat ist eine bewährte Geschichte. Fiat hat einen super Service, wenn wirklich mal etwas sein sollte. Toi, 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 passiert da wenig. Aber wenn mal was sein sollte, gegen den Fiat was Negatives zu sagen, das wäre schlichtweg gelogen. So, machen wir hier auf. Hier ist das Doppelbodenkonzept wahrscheinlich wie bei allen anderen. Ja, nur etwas so oder so ähnlich. Wir haben nicht mal eine 21 cm, bei den anderen haben wir 14 oder 17 cm. Bei Mercedes? Nee, generell bei dem E-Line. Bei dem E-Line, okay. So, ich schieße mit dem Fuß noch drauf. Ja. Ist recht groß. Da unten kann ich also durchladen. Es geht noch mal tiefer nach unten. Hier ist die Wasserablasszentrale. Ich zeige es mal gerade. Die ist hier vorne drin. Genau, du hast alle Ventile für die Tanks, auch für die Frischwasserleitungen, die sitzen da vorne halt. Das heißt im Winter, du kannst ja eigentlich nichts vergessen. Bei vielen anderen Fahrzeugen, dann machen wir da hinten noch ein Ventil, da vorne noch eins. Hier sind sie alle zentral an einer Stelle und das ist dann eigentlich recht übersichtlich und die Chance, dass du ein Ventil vergisst, ist recht gering. Ja, mach nochmal zu, die hält von ganz alleine offen. Die hält von alleine oben, das macht natürlich auch Sinn, weil was nützt mir eine Klappe, die ich hochhalten muss, denn ich brauche ja schon zwei Hände, um deine Kiste rauszuholen. Ja, die werden dann auch natürlich bewärmt, weil der ganze Doppelboden warm ist. Diesmal mit Heizkörpern von Alde, nicht mit der Luftheizung. Das Bedienpanel ist ja über dem Eingang, das ist ja seit, glaube ich, seitdem ich denken kann und Wohnmobil-Videos mache, sind die immer hier. Macht aber auch Sinn, da gehe ich rein und raus, da stört es auch nicht.
Genau, du hast alles zentral übereinander. Hier hast du einmal das Bedientelefon von Karthago, das ist eine automatische Satellitenantenne drin von Telecol. Auf der linken Seite wird die gesteuert. Dann weiter in der Mitte hast du die Bedienungseinheit für den Dometic-Wechselrichter. Der würde im Ruhezustand Strom ziehen, deswegen lässt er sich abschalten. Da könntest du doppelt gemoppelt kontrollieren, was passiert jetzt gerade. Wird Strom entnommen und wenn ja, wie viel? Und daneben hast du dann halt das Panel für die Heizung, die natürlich obendrein auch noch einen Wärmetauscher mit drin hat. Das heißt, du kannst mit der Heizung den Motor vorwärmen, könntest aber auch die Motorwärme nutzen, um das Fahrzeug mit aufzuwärmen. Also während der Fahrt zum Beispiel kann ich es quasi ausmachen oder die merkt das automatisch? Automatisch merkst du es nicht. Du müsstest schon einmal die Heizung einschalten. Du würdest nur den Brenner nicht aktivieren, sondern da wird die Motorwärme nutzen, um das Auto aufzuheizen. Ja, das Ganze ist per Touch. Du kannst also einmal sogar einen Stromanschluss, wenn du einen ordentlichen Stromanschluss hast, kannst du 1, 2, 3 kW dazuschalten. Genau, auch mit geringerem Stromanschluss, weil wie du schon sagst, du hast 3 Stufen für die Heizung auf Stromanschluss. Ja, ich habe meine große Küche. Auch hier hast du die Zentralverriegelung schon mit drin, die sich automatisch aktiviert für die Klappen, die hier in der Küche drin sind. Das ist dieser kleine rote Knopf. Zentralverriegelung für Küche und Schuhschrank. Der ist nämlich hier drin. Ich zeige mal zunächst den Schuhschrank. Sei mal so lieb. Der Schuhschrank hängt ausnahmsweise nicht an der Zentralverriegelung dran. Ja, stand da. Drehen wir raus halt. Nee, also stand auf dem Werbeding von Karthago, stand drauf. Für den Zuschauer. Also ich kann ja mal eins machen, wenn du mal zumachst. Probieren wir es mal aus. So, und jetzt mache ich den da. Und du hast recht. Ich habe recht. So. Ich habe recht. Und Karthago hat recht. So. Und jetzt nochmal. Dazu halt. Dann tja. Ist jetzt auch nichts die Ausrede, das Auto ist gerade reingekommen. Und ich habe heute das Mittagessen bezahlt, siehst du mal. So sieht's aus. Ja, Kühlschrank von beiden Seiten zu öffnen. Dometic, genau. Diesmal sogar mit Display, das ist ja geil. Genau, das Display. Man kann sogar die Farbe einstellen und wählen. Man kann die Farbe, also die Intensität, die Helligkeit bestimmen halt. Also das ist schon, wie gesagt, Hightech vom Feinsten, was hier eingebaut worden ist. Und wie gesagt, das Interessanteste natürlich von beiden Seiten zu öffnen. Ja, das ist noch flammneu, deswegen sind hier eine Folien noch drauf. Die bleiben auch schön drauf. Die bleiben so lange drauf, bis das Auto an den Endkunden geht, ja. Ja, ich liebe das, so Folien abziehen. Ich glaube, der Endkunde liebt es auch, oder? Ja, der Endkunde sagt, das ist mein Auto und ich habe es abgemacht. Das hat vorher noch keiner gemacht halt. Super, ja, da vorne Hubbett, mach mal runter. Ja, dann müssen wir die Sitze einmal kurz umklappen. Weil das Hubbett doch ziemlich weit runter geht. So, der Fernseher kann bleiben, eigentlich ausgefahren? Nein, der muss runter dafür halt, der würde davor schlagen. So, einmal kurz runter. Das heißt, wenn geschlafen wird, dann guck mal Fernsehen auf dem Tablet. Machen ja viele sowieso. Gucken, ob es reicht halt, es könnte knapp werden. Und ja, wir schauen mal. So, Hubbett kommt runter. Uns reicht. So, ich zeige mal gerade hier drunter, dass man das sieht. Ja, es reicht sogar dicke. Ja. Also das ist kein Problem. Das heißt, man kann sie auch in der Position einfach gegeneinander jetzt einklappen, muss also nicht hin und her rangieren. Ich würde sie gar nicht so weit runterklappen brauchen. So, und hier vorne sieht man, die Liegefläche ist riesig. Also 60 in der Tiefe, das ist, ich sag mal, das haben viele als Heckbett nicht. Ja, wenn du das mal kurz anhebst bitte für mich. Ja. Dass wir mal drunter gucken. Was ist denn da so drunter? Wahrscheinlich die Matratze mal kurz. Da ist ein richtiges Lattenrost. Lattenrost drunter, wie gesagt, ist auch wichtig halt, weil auch im Reisemobil gibt der menschliche Körper Feuchtigkeit ab und die muss irgendwo hin. Die würde sich sonst hier niederschlagen, dass da eine Unterlüftung drunter ist. Prima. Ich kann das auch zuziehen. Ich kann mich hier vereinzeln. Das heißt, wie im Cockpit beim Flugzeug, kann ich einfach zumachen. Kann man sich ja vorstellen. Dann bin ich hier ganz alleine. Hier könnten auch 3 Kinder einfach längs schlafen, also kleinere. Wenn sie unter 1,60 sind, sollte das funktionieren, ja. Mhm. Habe ich schon mal gesehen. Also so eine ganze Reihe von Orgelpfeifen nebeneinander. Großes Fenster mit drin. Die Truma Aventa. Eine sehr leise Klimaanlage. Der Carlos hat zu mir gesagt, na ja, Geräusche machen sie alle, aber ich kann fest bestätigen, die Truma Aventa ist wirklich sehr, sehr leise. Und da vorne haben wir, Carlos räumt noch ein bisschen auf. So, hier an der Seite habe ich Ablagefächer mit drin. Das heißt, hier habe ich richtig viel Platz für Karten, Bücher und so weiter, kann was abstellen. Da gibt es noch ein tiefes Fach, mach das mal kurz auf, bitte. Ja. Da haben wir unsere, oh ja, das ist überhaupt nicht unterteilt. Das heißt, da kannst du richtig viel reinmachen. Genau, zum Beispiel Brettspiele. Rein halt. Also nicht nur Kartenmaterial, da würden noch ein paar Bücher noch mit hineingehen. Oder halt mehrere Stangen Zigaretten für einen Zoll. War ein Scherz. Da lacht er, der Carlos. So, kleine Details. Hier vorne habe ich selbst im Hubbett noch Pushschränke. Ja, jeder Zentimeter wird sozusagen genutzt halt. Ich kann diese Deckel nochmal öffnen und hier habe ich nochmal kleine Ablagen drin. Ja, auch ein kleiner süßer Schrank daneben.
Das ist immer ganz schön, wenn ich so Schränkchen habe, direkt neben dem Eingang. Meist mit Technik belegt. In dem Fall auch. Ja, ein Schlüssel ging immer noch rein und ein Portemonnaie. Für den Fernseher halt und für die Satellitenanlage haben wir hier die Steuerung drin. Ja, und wie gesagt, hier ist noch ein Alde-Gefäß drin. Das ist das Ausdehnungsgefäß für die Heizung halt. Ja, das sitzt genau an der höchsten Stelle. Da oben sieht man auch die Verarbeitung, mit wie viel Liebe das alles gemacht ist. Das ist alles offen, kann man reingucken. Also das ist ordentlich auch gemacht, oder? Ja, man sieht schon, dass ein Teil Handarbeit hier drin ist. Und wie gesagt, dass das keine reine Fließbandfertigung ist. Und die Jungs, die es zusammensetzen, noch die Zeit haben, das auch mal ein bisschen liebevoll zu verlegen. So, der hier, der große, der wird in Deutschland gebaut? Oder wo wird der gebaut? Ja, die werden in Aulendorf gebaut, am Bodensee, die Fahrzeuge, ja. Genau. Zwei Werke, das größere ist in Slowenien, aber diese Fahrzeuge werden in dem Werk in Aulendorf produziert. Muss man unbedingt mal hinfahren, vielleicht darf ich ja mal zugucken. Kann man hier hochklappen und da auch in den Doppelboden gucken bei dem? Ja, es geht natürlich, das Polster ist hier auch nochmal geteilt an der Seite. So, gucken wir gerade rein. Das war jetzt ein bisschen, hat es flumm gemacht, aber ich komme ran. Ja, kommt von außen natürlich besser dran, aber es geht auch hier. Theoretisch gibt es also hier eine Durchreiche. Hier könnte man also zur Not dann auch was durchgeben, sage ich jetzt mal. Aber man muss schon ein bisschen gelenkig sein. Aber es geht, sagen wir es mal so. Hier vorne sieht man auch nochmal die Durchreiche zum Schuhschrank. Da ist ein kleines Loch mit drin. Wahrscheinlich aus Belüftungszwecken. Richtig cool. Ja, mach mal zu. So, dann hakt das ein. Ich habe zwei Sitzplätze. Der hat eine Zulassung für vier? Für vier Personen, genau. Fahrer, Beifahrersitz und dann hier auf der Sitzbank Dreipunktgurt in Fahrtrichtung mit Kopfstützen. So, Möbelbau ist ganz geschwungen. Das habe ich jetzt schon öfter mal gesehen. Hier habe ich richtig viel Platz. Die Zentralverriegelung, die ist da. Und ich habe mir so kleine Details wie bei allen Karthagos jetzt, dass du die Abdeckplatte von der Spüle benutzen kannst, das Schneidbrett. Genau, wir haben also die Abdeckplatte, die Spülenabdeckung. Wenn es so drauf ist, haben wir mehr Ablagefläche. Wenn wir es rausnehmen, haben wir ein Schneidebrett. Und haben hier auch noch eine Aufnahme, wo wir das Brett dann reinsetzen können und eine zusätzliche Ablagefläche nochmal haben. So, die Schränke gehen prima auf. Wenn denn die Zentralverriegelung deaktiviert ist. Wenn der Schuhschrank mit dranhängt, jawohl. Da kommst du nicht drüber weg, oder? Nein. So, man kann aber nicht alles wissen, muss man fairerweise sagen. Ist das ein Familienunternehmen? Das ist ein Familienunternehmen, ja. Wie viele Leute arbeiten hier? Wir haben momentan um die 10 Leute beschäftigt halt und gegründet hatte mein Vater das 1972. Ja, er macht nur Karthago und Malibu und bei Malibu nur die Kastenwagen? Kastenwagen, also nicht die Reisemobile und Karthago komplett die Reisemobile. Die Vans heißen sie bei uns. Sozusagen. Genau. Vans werden super. Sie genannt, ja. Kastenwagen, wie kann man sowas nur sagen. So, hier vorne ist ein Schrank, mach mal bitte auf, hier ja. Oben. Komm mal sehr gut ran, also du bist 1,81 Meter, aber die Schränke sind sehr, sehr gut, also auch selbst kleine Personen kommen da gut ran. Ja, es hat sich natürlich mit 2,12 Meter eine enorme Stehhöhe halt. Also ich kenne jetzt so kaum ein Auto, wie gesagt, das diese Stehhöhe hat, wie der Karthago, wie der E-Line wohlgemerkt. Mhm. Der C-Line hat es auch nicht halt, aber 2,12 Meter ist schon, also mein Sohn mit 1,98 Meter, der bekommt hier keine Beklemmungen drin und das ist natürlich für viele Leute in dieser Größe sicherlich auch ein Argument. Ja, große Schränke mit Rausfallschutz. Daneben, was ist da? Daneben haben wir das zweite Fach und da ist dann noch gleich die Kaffeemaschine drin integriert. Zum Rausdrehen die? Ja, die wird rausgedreht. Bei den 21er Modellen gibt es wieder einen Lift, der nach unten herausfährt. Aber bei den Modellen war es 20 so, dass die Kaffeemaschine zur Seite gedreht wird. Skandal. Jetzt kommt wieder ein Lift. Ja, wobei ich das extrem praktisch finde mit der Kaffeemaschine, weil man trinkt ja doch nicht den ganzen Tag Kaffee. Und die einfach rauszudrehen, die ist uns hervorragend, die Krups, die kleine. Ich habe sie selber zweimal im Einsatz. Ganz tolle Kaffeemaschine. Das geht wie auf hier, das Gläserfach? Ja, das Gläserfach wird zur Seite geklappt einfach. Und dann zuerst das vordere Glas, dann die hinteren? Das hintere Glas, genau. Die lassen sich nicht rausziehen, dann wird es wieder klappern ein bisschen halt. Deswegen sind die starr, aber mal, ich würde sagen, ich nehme das erste, das zweite, das dritte. Cool. Ja, mein Sohn wird wahrscheinlich erst das hintere nehmen wollen. Ja. nur um mich zu ärgern. Gehe ich mal kurz zu, machen wir hier mal zu. Dann haben wir hier, das ist übrigens nochmal, ich zeige es nochmal gerade, die zentrale Klappensteuerung, die sich übrigens automatisch aktiviert, wenn die Zündung angeht. Genau, sobald du den Motor startest und die Zündung anmachst, werden alle Klappen inklusive Schuhschrank gesichert. So, mach mal bitte hier, haben wir noch einen Auszug? Ja, hier haben wir noch einen sehr interessanten Auszug drin. Wir haben oben eine Ablagefläche zusätzlich und haben hier unten die beiden Mülleimer drin. Ja.
eine Seite passen noch ein paar Flaschen mit rein. Das ist sicherlich ein interessantes Detail. Das ist auch so ausgelöst, dass man es ordentlich belasten kann. Genau, wenn ich mal kurz draufstellst. Nee, das geht nicht, aber also ich sag mal, da einen Topf draufstellen, das geht. Das ist gar kein Problem. Also es ist, wir können hier auch ein bisschen Druck ausüben. Also das ist schon sehr stabil gelöst. Ja, da vorne ist ein Schwerlastauszug mit drin, aber auch wahrscheinlich hier in der Ausstellung finden wahrscheinlich irgendwelche Besucher noch Schwachstellen, die sie dann vielleicht mal kaputt machen könnten. Das kann natürlich passieren, weil doch der eine oder andere Interessent oder Besucher an dem Fahrzeug, statt zu überlegen, wie könnte es denn vielleicht gehen halt. Beste Beispiel wären die zum Beispiel diese Geschichten, Pasch, eigentlich nicht so schwer auf Englisch zu übersetzen. Aber es gibt genügend, die sagen, mit ein bisschen Druck wird das Ding schon aufgehen. Statt zu drücken, ziehen sie dran. Und das sind dann natürlich so Sachen, die in einem Ausstellungsfahrzeug schon mal kaputt gehen können. Lassen sich alle reparieren, ist aber trotzdem unnötig. Ein Riesending. Ist der Grund, warum die Fahrzeuge hier eigentlich immer verschlossen stehen. Ja, das heißt, man muss dann kurz Bescheid sagen, lediglich am Wochenende gibt es schon mal, wenn ganz viele da sind, werden die schon mal aufgelassen. Da haben wir noch einen Auszug? Ja, wir haben den Apothekerauszug, einmal oberhalb, unterhalb den Raum brauchen wir für die Toilette im Bad. Oh, ich lasse mal durch. Den holen wir mal raus, ich schleiche mich mal vorbei. Großer Apothekenauszug. Genau, der hält auch was aus, da passt schon die eine oder andere Maggi-Flasche hinein halt, ohne dass sie dann während der Fahrt rauskommt, denn es schließt oben und unten. Also, das heißt also auch ein sicherer Verschluss. Ist belastbar, kann man ruhig beladen. Ja. So, auch Schwerlastauszüge mit drin, beide. Cool. Ja, hier vorne habe ich die Garderobe mit drin. Hier vorne ist übrigens nochmal ein großer Spiegel. Der ist raumhoch, von oben bis unten. Da kann ich mich komplett sehen. Ich mache das mal gerade. Einfach nur einen Schritt zurückgeht, dann sieht man sich. Zumindest kann man es erahnen. Es erweitert den Raum nochmal. Hier vorne hat man weiße Abdeckungen. Das heißt, ich kann das Inlay von dem Kühlschrank ja verändern bei Dometic. Das kann man wählen in Holz. Aber hier, das mit dem Weiß, das ist unglaublich schick, oder? Das Weiß ist Standard. Du könntest die aber auch in Anthrazitfarben haben, die Fronten vorne. Überwiegend wird es aber in Weiß genommen. Ja. Guck mal, gerade hier oben habe ich noch ein Ventilator drin, der ist elektrisch, der kann... Der ist auch werksmäßig drin, der ist auch sehr interessant, der zieht entweder die verbrauchte Luft raus oder wenn du hier drin kochen oder rauchen würdest, würdest du die verpestete Luft herausziehen halt, du kannst ihn umstellen, dann holt er die kühle Luft oben vom Dach rein. Und das Interessante ist, im Gegensatz zur Klimaanlage läuft das Gerät auf 12 Volt, also über Bordstrom, du kannst ihn auch immer benutzen. Ich habe ein bisschen was gelernt, nämlich wenn diese kleinen Schlösser da sind, also diese... Dinger, das sind immer Serviceklappen? Das bedeutet keine Stauraum, sondern einfach nur eine Revisionsschacht für Service. So, ich mach mal Kühlschrank zu. Ah ne, er sagt, er hat kein Gas. Okay, wir haben ihn angemacht. Ja, gucken wir mal, den könnten wir aber eigentlich auch. Auto, warum will er nicht? Wo ist der Hauptschalter? Jetzt geht er auf Gas. Noch ein bisschen neu, da bin ich selbst mit überfordert, aber ich glaube... Das ist ganz neu mit dem Display. Das Display ist sogar recht kompliziert. Die Auslieferung habe ich mich mächtig blamiert, damit ich war selbst erstaunt, was der alles kann. Ich habe festgestellt, erheblich mehr als ich. Ja. Und deswegen muss ich mich da selbst auch noch reindenken. Mit so einem Auto war ich auch selbst noch nicht im Urlaub gewesen. Selbst du? Nee, ich auch noch nicht. So, mach mal oben auf, da ist noch ein Backofen. Genau, da haben wir den Backofen. Auch der nimmt wenig Platz weg, geht mit Gas, also sehr sparsam. Nur auf Gas, ja, weil da brauchen wir doch, überall wo wir Wärme brauchen, brauchen wir viel Energie und da haben wir dann Gas. Ja, Serviceklappen hat man hier vorne noch, eine kleine. Die sind so richtig süß, gibt immer was zu entdecken. Hinter dir, guck mal. Ja, das sollte aber auch wieder eine Revisionsklappe sein. Ich tippe mal, ein Siphon wird da drunter sein, aber wir gucken rein. Nein, der Abwassertank. Okay, das heißt zugänglich, den kann ich denn servitieren, falls mal irgendwas ist, reinigen. Reinigen oder wenn an den Sonnen mal sich etwas abgesetzt haben sollte und das dann falsch anzeigt, komme ich von oben rein, also ein Revisionsschacht. Ja, drunter ist ein kleiner Schalter, was kann der? Wir haben hier in dem Fahrzeug Nachtlichter sozusagen halt in blau, damit die nicht stören. Und die sind kombiniert mit dieser Leiste hier in dieser Trittstufe. Die kann ich abschalten. Die kann ich separat nochmal ausschalten. Die blauen Lichter bleiben an. Aber hier dieses etwas hellere Licht geht aus, damit das ja nachts eventuell doch stören könnte. Okay, jetzt ist es aus übrigens. Ja, wenn du es mal anmachst, dann sieht man auch, dass es angeht. Was sah so aus, als wäre es. Ja, und jetzt hat man hier natürlich dieses phänomenale Queensbett. Also was mir persönlich unglaublich gut gefällt, weil beide Seiten, ohne dass hier irgendjemand über irgendwas steigen muss, sehr, sehr einfach zugänglich. Das heißt, ich habe keine Treppe und ja, habe ein Bett, was an beiden Seiten begehbar ist und hat nochmal zwei Kleiderschränke. Genau, jeder hat seinen eigenen Kleiderschrank sozusagen, kommt auch unabhängig voneinander dran. Das ist schon eine schöne Aufteilung.
ist gar nicht so oft benutzt bei euch. Das heißt, Queensbed läuft relativ selten? Oh, das kann man nicht behaupten. Das Einzelbettfahrzeug wird natürlich häufiger verkauft, aber das Queensbettfahrzeug, Verhältnismäßigkeit, ich würde sagen, von 10 Stück, 7-mal Einzelbett, 3-mal Queensbett. Ja, das Queensbett, die Vorteile? Vorteile, Nachteile, ich glaube, es ist Sache des persönlichen Geschmacks. Ja, es ist praktisch wie in einem Hotel ein richtiges Bett. Es fühlt sich auch an wie ein Bett. Es ist, sieht auch aus wie ein Bett zu Hause. Viel ist ja auch im Kopf. Ich habe natürlich viel mehr, Möglichkeiten, mich hinten hinzusetzen beim Lesen. Das heißt, der Platz ist ein bisschen größer über den Schränken. Ja, du hast natürlich, du hast mehr Deckenhöhe nach oben, weil das Queensbett niedriger ist als die Einzelbetten halt. Du kannst die Lattenroste hier unterschiedlich anstellen, sowohl das rechte als das linke. Jeder kann seinen individuellen Winkel bestimmen halt. Und mit 2 Meter Länge oder 2,05 Meter hat es, glaube ich, sogar halt, wie gesagt, auch für größere Personen geeignet. Das ist mir sicher. Wenn du dich mal kurz drauflegst, bitte. Gucken, wie du dich anstellst. 2 Meter jetzt nicht. So, hier vorne ist eine Stufe, gell? Warte, ich zeig das mal gerade. Also eine Stufe, die es nochmal viel einfacher macht. Ja. Dann einfach drehen mit Popo drauf, nehme ich an. Und dann einfach drauf. Ganz nach hinten. Und mit 1,81 Meter, man sieht, ich hätte jetzt noch Platz. 1,81 Meter hast Platz, aber kein Mensch liegt ja so ganz gerade. Das also zumindest ich nicht. Und ja, toll. Der Ausstieg ist wirklich sehr einfach. Das heißt also, dadurch, dass ich hier die Stufe habe nochmal, die hier ist, habe ich wirklich einen ganz, ganz bequemen Ausstieg und kann mich an beiden Seiten festhalten, wenn ich nicht mehr so gut zu Fuß bin. Ja, also das ist kein Problem. Wir haben hier oben auch nochmal ein Podest. Also wenn es dann wirklich hart auf hart kommt, dann könnte ich mich hier noch abstützen. Aber das ging ja gerade so eben noch so. Ja gut, aber ich sag mal, wer die Probleme hat, der ist froh, dass es gelöst ist. Also hat halt, wie gesagt, hier haben wir die Kleiderschränke. Die Stange kommt dir auch ein wenig entgegen. Damit genau, wenn du mal zumachst, so ein kleines bisschen, dass man sieht, wie der Mechanismus verschwindet nach hinten, wenn es aufgeht. Genau, kommt dir die Stange entgegen, halt, damit du nicht so weiter hineinragen musst. So, wir hatten gerade eine Knoblauchpizza, ich hoffe, es geht von der Moderation. Die ist weiß, der Möbelbau ist schön, die Scharniere sind toll. 3 Stück hier in dem Fall. Ja, das sind schon Bänder, wie sie ganz normal, sagen wir mal, im Möbelbau, im Haushalt verwendet werden. Ja, das ist wichtig. Hochglanzweiß, sehr, sehr fingerabdruckfreundlich. Man sieht nichts, keine Fingerabdrücke, gar nichts. Ganz im Gegenteil. Viele denken ja, weiß, Hochglanz, um Gottes Willen, lässt sich leicht reinigen. Genau, reinigen lässt es sich ganz einfach. Wie gesagt, jetzt bitte nicht mit Verdünnung dran gehen, der Waschbenzin. Aber das ist schon recht pflegeleicht. Ist das schon passiert? Ich glaube schon, ja. Waschbenzin. So, ein kleines Detail. Hier kann ich mein Handy reinlegen. Das zeige ich mal gerade. Denn das ist ziemlich cool gemacht. Da habe ich ein großes Fach mit drin, mit nochmal Licht- und Anschlussmöglichkeiten, also wo ich was verstauen kann. Und was ein tolles Detail ist, wenn du mir mal zeigst, ich weiß, es wird ein bisschen schwer, aber es muss gehen, denn das finde ich so genial, du kannst zum Lesen nämlich eine spezielle Position dazu, ist nämlich dieses Bett geteilt in der Mitte. Warte mal, ich gehe mal hoch. Ja, ich zeige das mal. Da würde natürlich die andere Hälfte liegen bleiben, aber man kann es sich auch so vorstellen. Ich klappe es jetzt mal an. Wäre die Folie nicht drumherum, würde die geteilte Matratze nach unten gehen. So, du darfst dich mal reinlegen, weil es so schön ist, der Chef muss ran. Und so kann man nämlich jetzt ganz bequem hier liegen, vielleicht noch ein kleines Kissen drunter. Und das ist wie im Krankenbett so ein bisschen. Glücklicherweise war ich noch nie im Krankenbett, aber ich kann mir vorstellen, dass es so ähnlich ist halt, ja. Ja, das heißt, da gibt es ja auch so diese Liegepositionen, die ich haben kann und so weiter. Also ich kann es einfach hochklappen und habe dann eine tolle Liegeposition. Ja, toll. Also hier kann man den Fernseher gucken. Hier vorne ist auch der Fernseher montiert. Der Fernseher ist jetzt da halt. Wie gesagt, man kann natürlich die Schiebetüre zuziehen. Dann kommt der Fernseher automatisch in die Mitte. Mach mal. Ja, einfach mal zeigen. Das heißt, mit der Schiebetür ist der Fernseher in Bewegung. Das ist ein tolles Detail. Das heißt, der kommt in die Mitte. Wenn 2 Leute gucken, kann ich hier zumachen. Ach, wie geil. Der kommt nicht nur in die Mitte, der kommt noch entgegen. Das ist so ein Parallel. Jetzt könnte ich natürlich den Raum ganz schließen, wenn ich meine Ruhe haben möchte. Kann aber auch einfach den Fernseher in die Mitte fahren. Da oben sind die Kontakte. Ich möchte jetzt nicht die Füße da blockieren, aber jetzt wäre er in der Mitte und würde auch Kontakt bekommen. Halt. Nochmal, der hat 2 verschiedene Kontaktstellen und kriegt automatisch hin an dem, wo er ist. Das heißt, ich könnte ihn hier lassen. Da würde er dann in der Ecke stehen. Ich könnte Fernsehen gucken. Ja. Wenn jetzt aber derjenige, der auf der Fahrerseite liegt, sagt, ich fühle mich benachteiligt. Da kann er rüberschieben. Ja, ich gehe mal rüber mit meinen Füßen. Warte, seine nächste Kontaktstelle.
Und da geht es noch raus jetzt? Ah ja, genau. Ich könnte jetzt sagen, okay, kannst du da durchgehen. Mal eine Ruhe haben, dann kann ich ihn auf der rechten Seite, auf der Beifahrerseite, natürlich auch bei dir auch auf der anderen Seite auch nochmal schließen. Dann hätte ich den Schlafraum ganz abgetrennt. Das ist ja krass. Ja. Das ist toll. Habe ich noch nie gesehen, also in der Form. Ja, das ist auch eine der Innovationen von Karthago. Heißt, du kannst einfach ein paar Seite schieben. Ich habe den Fernseher dann noch ein bisschen näher dran, gell? Genau, das ist hier dann, wie gesagt, die zweite Schiebetüre halt. Da hattest du gerade die Beine im Weg, aber damit würdest du dann den Raum links nochmal schließen. So, die Dusche habe ich auch das Gefühl, die ist ein bisschen größer als in anderen Modellen. Ja, sie ist nicht ganz rund. Bei den anderen ist sie ja meistens rund. Hier ist sie so ein bisschen, ja, wie auch immer, halt rechteckig geformt von der Größe her. Die Stehhöhe haben wir, 1,81 für Schuhe, 1,85, also 1,90 barfuß würde funktionieren halt. Klappen wir das Ding mal zu, dann sieht das auch mit 90 Kilo Duschen möglich wäre. Ja, du hast deutlich mehr Platz. Ja, den klappen wir auch noch zu, wenn wir den Wasser laufen lassen würden. So, da ist er jetzt. Das sieht ein bisschen aus wie ein Gefängnis. Ja, ich kann mich bewegen, ich kann mich bewegen. Nee, durch die Streben. Aber sehr einfach. Das heißt, das eine wird eingeklappt, dann klappe ich einfach zu. Dann bin ich wieder geöffnet. Da vorne kann ich es arretieren. Also einfach im Druckknopf wird es festgemacht. Wenn der Fahrt nicht hin und her klappert, halt, kann ich es nochmal sichern zusätzlich. Hier lassen wir es meistens gerne offen, weil das Problem ist, wie gesagt, der Nächste sagt, das muss doch irgendwie gehen. Das ist schon wieder abgerissen. Ja, ja gut, so schnell geht es nicht kaputt, aber mit richtig viel Gewalt geht alles. Genau, das ist leider das Problem. Ja, Regendusche ist mit drin. Regendusche ist drin, wie gesagt, natürlich auch die normale Dusche, die ich benutzen kann. Aber praktischer ist natürlich, wenn ich die Hände frei habe und die Regendusche benutze. Ja, sehr schön. Hier ist das Bad. Ich kann ein Raumbad machen, durch öffnen. Genau, das ist typisch Karthago, dass wir das Raumbad haben halt. Geht man einmal zur Seite. Das heißt, ich öffne die Waschraumtüre. Ja, hier ist noch dieses, das schöne Detail mit der doppelten Tür, die ich zumachen kann. So kann ich also die Toilette nochmal vereinzeln. Die ist jetzt hier drin. So habe ich also das nochmal abgeschlossen. Das unten kann man beischieben. Da ist dieses Loch auch nochmal verdeckt. Wenn du mal kurz aufmachst, bitte. So, ich habe die Tür mal zugemacht, die doppelte. Jetzt macht's klack. Jetzt ist die Tür eingehangen. Jetzt mach nochmal auf, bitte. Und jetzt ist die doppelte Tür wieder magnetisch angeheftet und schiebt sich quasi mit. Wenn du nochmal langsam aufmachst, dann sieht man, sie wird kleiner und schiebt sich automatisch hier rein mit zwei Magneten. So, und das, ich nehme an, das habt ihr schon länger verbaut. Es funktioniert. Es funktioniert, ja, es funktioniert. Das ist, glaube ich, wichtig. Mach nochmal auf. Halte ich mal kurz rein in die Toilette, denn auch hier habe ich Schränke. Ich habe einen riesen Waschraum, habe große Schränke, die sehr leicht auf Riegel werden können. Was auch schön ist, die Druckknöpfe haben den Vorteil, dass der Fingerabdruck nur auf den Druckknöpfen ist. Hier habe ich dann nochmal eine große Toilette, die ich auch drehen kann. Und habe noch einen großen Schrank drunter und ein schickes Waschbecken. Auch hier könnte ich dann zumachen und dann auf Toilette gehen. Prima. Ja, wir sind noch nicht fertig. Wir müssen noch dringend in den Mercedes. Und das machen wir nämlich jetzt gleich. Und machen jetzt einen ersten Cut. Wir haben nämlich jetzt hier diesen Fiat mal abgefilmt. Das wäre Teil 1. Teil 2 drehen wir dann gleich. Okay. Verweisen auf den ersten Teil. Und dann hätten wir das Fahrzeug mal abgedreht. Quasi der große Test Mercedes gegen Fiat. Jetzt die Detailvorstellung des Fiat 160 PS oder noch mehr? Das ist ein 180 M-Jet mit 180. Ein 178 PS Chancengleichheit. Der Mercedes verfügt ja auch über 177 PS. Okay, das heißt, der geht. Der geht. Sehr schön. Also die gehen beide. Die gehen beide. So, wir gehen mal raus, dann gehen wir mal aufs Preisschild, gucken uns das Ganze nochmal an und im gleichen Teil 2 gibt es dann den großen Vergleich, denn das Schwesterfahrzeug steht direkt daneben, der Mercedes-Benz Sprinter, quasi das gleiche Fahrzeug, ein bisschen anders ausgestattet. Hier haben wir den Karthago E-Line I51 QBDA auf der rechten Seite und auf der linken Seite auch mit Queensbett. Ja, wir sind bei Hermann Caravans und Reisemobile. Auch für das Video haben wir kein Geld bekommen. Auch keine Vergünstigungen oder irgendwas hintenrum. 160.704 Euro. Länge sind knapp 8 Meter. 7,91 Meter. Und das ist die Ausstattungsliste. Auch wenn ein bisschen Regen drüber ist. Und der hat jetzt, guck mal gerade, der hat 5 Tonnen hat er.
Der hat 5 Tonnen, wahlweise aber auch mit 5,4 Tonnen lieferbar. Wer es braucht, halt die Zuladung, ist gar kein Problem. Wird das Auto mit 5,4 Tonnen ausgeliefert. Bei dem Mercedes übrigens genau das Gleiche. Ja, 20. Oktober 2020. Hier ist er, Carlos Herrmann. Und gleich Teil 2 mit Mercedes-Benz. Bleibt dran. Tschüss.